Ein herzliches Willkommen zum Ladevideo mit dem Kia EV6. Heute mal ein bisschen anders, kein Roadtrip wie sonst die letzten Male, denn ich habe so ein bisschen gemerkt, dieses Fahren juckt euch relativ wenig. Euch geht es primär ums Laden. Dementsprechend ist es jetzt mehr so eine Sammlung der verschiedenen Ladeeindrücke. AC kann man auch laden, klar, aber es geht ja hier um DC. Denn der Kia EV6 soll ja in 18 Minuten von 10-80% geladen haben. Nun hatten wir den Wagen im Winter explizit. Kleiner Akku, kleiner Antrieb. Und wenn man so ein bisschen über die YouTube-Landschaft schaut, dann gibt es diese, ja, leider zu sehr beliebten Clickbait-YouTuber, die schon mal gesagt haben, im Winter Chaos. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die Videos nicht angeschaut, denn allein schon vom Titel kann ich mir vorstellen, um was es da geht. Primär um eure Klicks und nicht wirklich um die Inhalte. Dementsprechend gibt es hier Inhalte und die Klicks sind mir. Ich freue mich über jeden, aber es geht um die Inhalte. Punkt 1, Coldgate beim EV6 ist ein Fahrerproblem, kein Autoproblem. Denn es hängt davon ab, wie man an die Ladesäule rankommt oder was man davor gemacht hat oder wie lange man das gemacht hat. Das heißt, für alle, die E-Auto fahren und hinter dem LKW schleichen, ja, für die wird Coldgate wirklich ein Problem sein. Aber für alle, die normal Auto fahren und vielleicht ein, zwei Tipps befolgen, ist das kein Thema und ihr könnt genauso in 18 Minuten vollladen und schnell weiterfahren, wie das im Sommer oder im Frühling oder im Herbst der Fall ist. Denn es ist so ein bisschen ein kleines thermisches Experiment gewesen. Und dementsprechend sind Teile dieser Aufnahmen auch nachts entstanden, um dann noch mehr Kälte ins Auto reinzubringen. Punkt 1, es macht keinen Unterschied, ob man Wintermodus anhat oder Wintermodus aus hat. Ob man dem Wagen sagt, ich lade gleich oder ich lade nicht gleich. Es ist wurscht. Denn es kommt darauf an, was man vorher macht. Heißt jetzt zum Beispiel, nicht schnell genug gefahren, würde ich mal sagen. Nicht gesagt, dass wir jetzt laden. Also ich lade jetzt auch gerade wieder. Und es dauert mit 30 Minuten jetzt nicht unbedingt super lang, aber natürlich länger als Kia selber sagt. Ist aber mein Problem gewesen, denn ich habe nicht alles Mögliche gemacht, um diese 18 Minuten zu erreichen. Aber so muss ich auch nicht so schnell reden. Dabei muss ich eines direkt erwähnen, diese Ladeanzeige, die Kia hier hat, wenn man ansteckt, dann sagt er 30 Minuten. Und an diese 30 Minuten kann man sich halten. Oder wenn er ansteckt und sagt 18 Minuten, 19 Minuten, kann man sich daran halten. Und das betone ich so, denn andere Fahrzeuge sagen, ja, ich brauche jetzt hier kurz 15 Minuten, dann bin ich voll. Und dann fällt nach 15 Minuten auf, oh, ich brauche doch nochmal 5 Minuten. Dann fällt nach weiteren 5 Minuten auf, oh, gib mir noch 8. Also, diese Anzeige ist die beste mitunter, die man so bei den Elektroautos bekommen kann. Jetzt, Thema Coldgate. Also, jetzt war der Wagen einfach zu kalt, denn wir haben zwar ein Batterievorheizsystem, aber wir können ihm, selbst wenn wir sagen, wir laden gleich, nicht auf Temperatur bringen. Das soll eventuell angeblich vielleicht mit dem April 2022 Update kommen, dass es irgendwie geht. Aber für alle, die bis dahin einen EV6 haben oder sich derzeit noch überlegen, eigentlich müsst ihr nur eine kleine Sache beachten. Und die ist, wie bekomme ich Temperatur in meinen Antrieb, in mein Batteriesystem? Und das ist eben nicht
mit 80 im Windschatten vom LKW fahren, sondern normal Auto fahren. 120 reicht nicht aus, das kann ich schon mal vorweg schicken, denn das war einer der ersten Ladestopps. Also wir hatten Ladestopps ungeplant, kalt, braucht man 30 Minuten. Geplant, kalt, braucht man 30 Minuten. 120 geplant, kalt draußen, braucht man 28 Minuten. Jetzt kommt's, geplant oder nicht geplant, wenn man dem EV60 Sporen gibt, dann geht's auch beim Laden ratzfatz voran, selbst ob der Temperaturen, die sehr frostig sind draußen. Also verschiedene Versuche, ich lasse euch das Ganze natürlich auch durchlaufen, aber in Kurzform, wenn man schneller fährt als 135, bekommt man genug Temperatur in den Wagen rein. Ideal ist natürlich, wenn man kurz vor Ladestand noch mal ein bisschen schneller fährt, dann hat man wirklich 18 Minuten bei, lass mich nachschauen, es waren 2 Grad. Also ganz ehrlich, diese 18 Minuten kann man erreichen. Man muss eben nur sich ein bisschen mit dem Auto auseinandersetzen und dann lädt er auch dementsprechend schnell, wie selbst Kia sagt. Wobei ich rückblickend auch sagen muss, selbst diese 30 Minuten sind richtig schnell und ausreichend.
Jetzt kann man natürlich einfach durchrechnen, möchte ich ein bisschen schneller fahren und dementsprechend auch 12 Minuten weniger laden müssen, weniger stehen müssen. Denn die 18 Minuten sind schon meiner Meinung nach sehr attraktiv. Insbesondere, weil die Ladestationen ja auf den Autobahnen ein bisschen weiter weg sind. Das heißt, man steckt an, macht sein Ding und kommt wieder zurück. Und man sitzt vielleicht noch 5 Minuten im Auto und dann kann es weitergehen. Mit den 30 Minuten macht man natürlich noch mal ein bisschen längeren Stopp. Braucht natürlich auch weniger Strom auf dem Weg. Also gerade Tempomat 120, 21 Kilowattstunden ist schon eine Ansage. Und selbst wenn man dann allerdings schnell fährt, 150 aufwärts, ist man so bei 31, 32 Kilowattstunden. Und das ist immer noch wenig, wenn man sich mal überlegt. Fahrzeuge sonst europäischer Herkunft, wenn man es mal so möchte, dieser Größe fangen bei diesem Verbrauch erst an. Wintermodus an oder aus. Auch keinen wirklichen Unterschied gemacht beim Laden. Allerdings macht man den Wintermodus aus, macht es beim Fahren einen leichten Unterschied. Er geht nämlich in so einen dezenten Overboost, wo er laut Kombi-Instrument zumindest ein bisschen über 190 km/h fahren kann. Allerdings kommt er dann auch in so einen Bereich rein, wo er sagt, oh, jetzt war ich zu lange im Peak. Wobei das eigentlich nicht Peakleistung sein müsste, so ein bisschen drunter, irgendwo zwischen Dauer und Peakleistung. Und dann fährt die Leistung ein bisschen runter, kann aber immer noch 160 km/h fahren. Das passiert mit Wintermodus an nicht. Also da kommt er gar nicht irgendwie in diesen Bereich rein. Irgendwie macht er da vom Thermomanagement was anders oder was cleverer, sodass er, sagen wir mal, ich tippe mal leicht überhitzt, dass das nicht mehr passiert. Aber vom Laden her hat es keinen Unterschied gemacht. Insgesamt abschließend muss ich sagen, ich bin sehr beeindruckt, nicht nur vom Laden selber, auch vom Auto insgesamt. Und ich würde sagen, für alle, die jetzt sagen, es hat mir zu wenig Reichweite, das Thema Reichweite ist bei diesem Auto wirklich kein Thema, in der Hinsicht, dass er eben auch schnell diese Reichweite wieder nachtanken kann, wenn man ein, zwei Dinge anders macht. Das heißt, gerade mal dieses schneller fahren und dann sagen, okay, da kommt jetzt meine Ladestation in 5 Kilometer, ich gebe noch mal ein bisschen Stulle, wenn es natürlich geht, klar, wenn es geht, ansonsten nicht machen und kann dann ein bisschen schneller laden.
da hat jetzt vielleicht auch der eine oder andere ein bisschen Angst. Oh, er sagt mir noch 20 Kilometer. Wenn ich jetzt nochmal 5 Kilometer ein bisschen schneller fahre, dann komme ich doch da gar nicht an. Der Punkt ist, diese Reichweitenanzeige im EV6 ist dermaßen genau, dass man da überhaupt keine Angst haben muss. Denn A, steigt der Verbrauch nicht so sehr, dass die Reichweite wirklich signifikant fallen würde. Und die Anzeige ist auch so deutsch genau eigentlich, wobei man jetzt sagen, wir Deutschen sind nicht mehr so genau wie früher, aber die ist so genau, dass man wirklich exakt auf den Kilometer damit kalkulieren kann. Und selbst wenn jetzt, also ich hatte wirklich null Angst bei diesem Auto, denn die SOC-Anzeige und die Reichweitenanzeige sagten, okay, manchmal bei 50% sagt er nur noch 100 Kilometer und da würde einer oder andere sagen, oh. Also das Auto ist von der Intelligenz, von der Softwareintelligenz ziemlich gut unterwegs und gerade beim Laden muss man sich wirklich, wirklich keine Sorgen machen. Die einzige Einschränkung ist, dass er im Moment noch, vielleicht kommt das mit dem April-Update, hoffentlich, nur Ionity und Allego 400 kW als HPC anerkennt. Das heißt, ein 300 kW Lader, der auch mehr kann, als das Auto könnte, also hier können wir nur 180 kW, aber haben wir mehrmals erreicht und reicht auch, um die kleinere Batterie schnell vollzuladen. Und der große Akku kann ja 239, 240 kW, was auch mehr als ausreichend dann bei einem 300 kW Lader ist, aber die erkennt er nur als DC an. Und man muss dann ein bisschen von der Grafik, von der Farbdarstellung unterscheiden, ist es jetzt 150 oder ist es 50. Aber es gibt keine Unterscheidung von 150 zu 300 kW und dementsprechend hier das noch als Update, vielleicht auch 300 kW als HPC anerkennen und dann, ganz ehrlich, dann ist er eigentlich perfekt. Und das war's mit dem Ladevideo. Ich hoffe, das hat euch jetzt mal in dieser anderen Form gefallen. Ich glaube, nachts hat ihr da sowieso nicht viel vom Fahren gesehen. Verbräuche und so weiter ist ja auch alles in der Anzeige drüber. Laden war ratzfatz und überhaupt kein Problem. Man soll sich einfach nicht so anstellen und vielleicht nicht alles glauben, was im Internet so steht. Und dementsprechend vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Mal. Gerne auch Feedback da lassen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin. Ciao.